Hallo, ich bin Tobias Götz, Jugendreferent im Evangelischen Jugendwerk Bezirk Neuenbürg. Wir sind heute Abend hier in Sprollenhaus auf dem Sportgelände und vor dem Freizeitheim Sprollenhaus. Und hier findet heute Abend ein 9-Meter-Turnier bei Flutlicht statt. Ja, das Evangelische Jugendwerk hier war jahrelang auf der Suche nach einem Zeltplatz mit Hütte oder Freizeithaus. Und hier in Sprollenhaus haben sich tolle Möglichkeiten geboten mit dem Platz, mit dem Zeltplatz. Und das Jugendwerk möchte einfach auch die Arbeit mit jungen Erwachsenen weiter ausbauen und eine Begegnungsmöglichkeit für Jung und Alt und für Familien hier schaffen. Also das zeigt sich auch heute Abend bei dem Teilnehmerfeld von 14 bis circa 60. Ist alles dabei, also wirklich von jung bis alt. Ja, wir sind eigentlich mal drauf gekommen durch einen Bläserkollege, der beim EJW ist oder mitmacht, der Thorsten. Der hat gesagt, wir suchen einen Platz hier, einen Zeltplatz eigentlich. Und wir haben hier unser Sportheim. Durch den demografischen Wandel ist halt auch, wir haben viel weniger Mitglieder. Und irgendwann haben wir gedacht, das Haus steht irgendwann mal leer hier. Und dann haben wir eigentlich diese Kooperation mal erstmal so losbekommen, nur Gespräche. Und das hat sich eigentlich jetzt letztendlich zu diesem, wir haben es verkauft an das Gebäude, an die Kirche. Ja, der Förderverein des Evangelischen Jugendwerks, der hat die Projektträgerschaft übernommen, die Verantwortung für die Durchführung des Baus. Da wurden dann unterschiedliche Projektgruppen gegründet, Bauausschuss, Öffentlichkeitsarbeit und auch Verwaltung. Und beim Förderverein lag auch die Organisation und die Verantwortung für die Baueinsätze, die letztendlich über 5000 ehrenamtliche Stunden, die da dann nachher geleistet wurden, erbracht haben. Ein ganz spannendes Flutlicht 9-Meter-Turnier. Also es ist kein normales Fußballspiel, sondern es sind fünf Personen oder fünf Spieler in eine Mannschaft und die schießen alle 9 Meter. Da haben wir unseren Gruppenmodus wie bei der WM. Es gibt Viertelfinale, Halbfinale und zum Schluss das Finale natürlich. Und da erhoffen wir uns natürlich ganz viel Spaß und ganz viele Tore natürlich in dem schönen Kegelbachtal, den wir haben. Und das ist jetzt auch für uns das erste Mal so ein Beginn von diesem Projekt, so ein Startschuss jetzt. Fußball und die Kirche machen was zusammen. Da bin ich mal gespannt, wie es wird heute Abend. Gute Nachricht zuerst, es sind alle Teams fürs Viertelfinale qualifiziert. Ja, unser Kirchenbezirk, der ist geprägt von Bergen und Tälern und gefühlt weiten Wegen, was die Verbundenheit, die Vernetzung und die Mobilisierungsfähigkeit hier anbetrifft, haben wir noch Entwicklungspotenzial. Und für uns als Jugendwerk ist auch immer die Frage, wie können wir in den Veränderungen, die der demografische und vor allem auch der gesellschaftliche Wandel, der hier im ländlichen Raum uns besonders trifft, wie können wir da Angebote schaffen, die auch die Kirchengemeinden vor Ort unterstützen und das Angebot in der Jugendarbeit auch ergänzend. Durch die Kooperation mit dem 1. FC Sprollenhaus ist uns natürlich auch in gewisser Weise, sagen wir mal, der Sport vor die Füße gelegt. Wir haben hier tolle Möglichkeiten mit einem Sportplatz, Flutlichtanlage, dem Freizeitheim. Und ich bin selber Ballsport begeistert und liebe die Flutlichtatmosphäre. Von dem her war die Idee, mal so Flutlichtnächte zu machen mit verschiedenen Angeboten. Ballsport, heute 9-Meter-Turnier, Kleinfeldturnier könnten wir uns vorstellen. Andere Dinge hier auf dem Platz, wo wir das einfach kombinieren, Ballsport und Jugendarbeit. Und dann muss man einfach mal schauen, wie es auch uns gelingen wird, wie das ankommt. Aber denkt, die Möglichkeiten und die Chancen, die sind da. Und deswegen wollten wir es auf jeden Fall auch mal nutzen und angehen.